Kommunikation, das sind Worte, so glauben wir. Doch am Beginn unseres Lebens kommen wir ganz ohne diese aus, verstehen unsere Mütter und Väter, ohne den Sinn der Wörter, die sie gebrauchen, zu verstehen. Pferde kommunizieren ein Leben lang auf dieser Ebene. Wie sinnvoll es ist, diese Gabe in der Therapie zu nutzen, wird in Wien erforscht. Wir haben in den Forschungsreihen herausgefunden, dass ganz oft Dinge, die im Unbewussten ablaufen, von Pferden wahrgenommen und rückgemeldet werden. Und das allein zeigt einfach, dass Pferde da auf eine Ebene reagieren, die fernab der von uns gesellschaftlich normierten Ebene der Kommunikation abläuft. Also das heißt, dass die eben auf dieser nonverbal, nicht sprachlichen Ebene ganz, ganz viel mit den Menschen in Kontakt treten können. Hat schon gestimmt. Ein schwerer Unfall. Wochenlang wusste niemand, ob Monika überlebt. Sie lag im Wachkoma. Nichts und niemand schien sie zu erreichen. Die Ärzte machten wenig Hoffnung, dass sich das je ändern würde. Doch Monika kämpft sich zurück ins Leben. Ein äußerst mühsamer Weg. Wie ihr die Therapie mit den Pferden dabei hilft, werden wir die nächsten Monate beobachten. Monika versucht, etwas mitzuteilen. Sie bringt dir Freude. Das finde ich urschön. Das stimmt. Du musst ein bisschen näher kommen, gell? Der Kuss. Achtung, Kuss. Und du musst dich ordentlich rüberlehnen. Das ist ganz schön schwierig so. Super. Urgut. Buchstabe für Buchstabe. Das ist bisher die einzige Möglichkeit für Monika, anderen Menschen von ihrem Schicksal zu erzählen. Dein Beruf? Ich? Bin? Ja, bin. Verstehe ich sogar so schon. Super. Military? Geritten? Du bist Military geritten, also sehr wild. Super rübergelehnt, sie durchgeführt. Perfekt. 21 Monate sind seit dem Unfall vergangen. Geistig ist Monika fit und träumt davon, irgendwann ihr Jurastudium abschließen zu können. Doch das traut ihr kaum einer zu. Wer keine Worte hat, der wird ständig unterschätzt. Das Pferd kennt keine Vorurteile. Es liest aus Monikas Körpersprache ihre Gefühle und Wünsche. Es ist so, dass allein diese Hinwendung von so einem großen Tier sehr stark motiviert zu kämpfen um die Konzentration, um jede Muskelbewegung. Wenn man sich vorstellt, dass ein Wachkoma-Patient einfach wie ein Säugling wirklich alles neu lernen muss. Schlucken, atmen, sitzen, kontrollierte Muskelbewegungen. Und wenn ein Pferd diesen Prozess wieder einleitet, dass man sich auf so feiner Ebene mit jemandem anderen austauscht, dann kann da ganz viel heil werden. Doch wie genau funktioniert dieses Heilwerden und lässt sich das auch wissenschaftlich nachweisen? Fragen, die Roswitha Zink und ihr Team seit Jahren beschäftigen. Geht's los? Die Geschäftsführerin des Vereins Emotion in Wien hat nicht nur eine stattliche Anzahl von Ausbildungen mit dem Pferd absolviert, sondern ist auch diplomierte Pädagogin, Biologin und Psychologin. Wissenschaftliches Arbeiten und Forschen gehört zu ihrem Leben einfach mit dazu. Um hinter das Geheimnis der heilenden Sprache der Pferde zu kommen, hat die kleine Forschungsgruppe um Roswitha Zink eine Studiensituation entwickelt, die ihnen vielleicht auf die Spur helfen kann.
Videokameras beobachten, wie verschiedene Menschen und Pferde gemeinsam bestimmte Aufgaben erfüllen. Ziel ist es erst einmal zu erkennen, wie Kommunikation zwischen Mensch und Pferd überhaupt stattfindet und funktioniert. Mit ihrer Forschungsarbeit betreten die Therapeutinnen Neuland. Kriterien zu finden, die diese Form der Interaktion überhaupt analysierbar machen, war ihre erste große Aufgabe. Welche Rolle spielen Blickrichtung und Körperkontakt? Wer setzt den Impuls? Wer übernimmt die Führung? Wird Rhythmus eingesetzt? Sekunde für Sekunde wird jede Sequenz nach solchen Kriterien ausgewertet. Fragen, die auch in der empirischen Säuglingsforschung eine zentrale Rolle spielen. Und nicht nur die Fragestellungen ähneln sich. In den Analysen sind auch ganz ähnliche Muster der nonverbalen Kommunikation zu entdecken. Das Pferd ist jetzt ganz unten in der Aktivität, jetzt steigt wieder die Aktivität. Studienleiter Thomas Steffenson, spezialisiert für Individualpsychologie und Entwicklungsforschung, ist zunehmend erstaunt, welch großes Potenzial sich hier andeutet. Ich konnte mich dann gar nicht entziehen der Faszination, weil es war irgendwie klar, da entsteht was ganz was Neues. Da entsteht etwas ganz was Neues, und nachdem ich sehr interessiert war und sehr unterwegs bin sozusagen in dieser Entwicklungsforschung vor allem der frühesten Zeit, war das für mich natürlich eine ganz faszinierende Möglichkeit zu sehen, wie jetzt auf einer Mensch-Tier-Ebene mit Reduktion auf bestimmte Dimensionen auf einmal genau diese entscheidenden Prozesse und Prozessschritte, die wir von Mutter-Säugling-Interaktionen kennen, hier auf einmal ganz deutlich sichtbar und erfassbar und beforschbar werden. Juli kam mit der Diagnose Krebs auf die Welt. Sie wurde operiert und fiel nach einem Sauerstoffmangel ins Wachkoma. Seit einigen Wochen kommen Julis Eltern mit ihr in die Reithalle. Ein enormer Aufwand mit dem schwerkranken Kind. Aber schon nach der kurzen Zeit haben sie das Gefühl, dass diese Therapie Juli hilft. Ihre stark verkrampften Muskeln entspannen sich. Sie reagiert auf den Atemrhythmus des Pferdes, übernimmt ihn. Aber wirklich erstaunlich ist, sie sucht Blickkontakt und beginnt mit der Zunge zu spielen. Meilensteine für ein Kind im Wachkoma. Ich glaube schon, dass die Fritzi sehr wohl weiß, dass sie manche Sachen eben macht, die solche Reaktionen oder die andere Reaktionen. Was sie aber halt sicherlich natürlich hervorhebt gegenüber anderen, dass sie viel sensibler dann eben auf ihr Gegenüber eingeht mit den Zeichen oder mit den Dingen, die sie tut. Ganz aufmerksam und völlig konzentriert wendet sich Felici, die alle einfach Flitzi nennen, dem kleinen Wesen zu. Die sind ganz anders. Das sind so Wuschelhaare. Wow, cool, Juli. Super. Wow. Minutenlang harrt sie bewegungslos aus, um Juli in ihrer fernen Welt vielleicht doch erreichen zu können. Ihr doch eine Reaktion zu entlocken. Ein für uns kaum wahrnehmbares Muskelzucken oder eine winzige Bewegung der Augen. Es ist schon so, dass die Felici auch spürt, dass Julis Möglichkeit zu interagieren eingeschränkt ist. Und umso mehr Bemühung setzt sie aber da hinein, doch eine Interaktion zu kriegen. Ja. Einerseits mit Geduld und mit, dass sie sehr lange verharrt in einzelnen Positionen, was sie sonst nicht macht. Sie ist sonst eine flottere Interagiererin. Und andererseits mit sehr viel Respekt. Sie wartet immer aufs Näherkommen, sozusagen auf mein Kommando. Also sie setzt da nicht von alleine Zeichen. Das sind so Zeichen, wo man schon sieht, dass sie da wirklich sehr speziell eingeht auf die Juli. Reithalle, Offenstelle, Weiden des Vereins Emotion liegen direkt auf dem Gelände des Otto-Wagner-Spitals in Wien. 16 Therapiepferde leben hier. Sie machen einen anstrengenden Job. Und nur ein Tier, das genügend Ausgleich und Bewegung findet, das mit seinen Artgenossen in der Herde leben kann, ist dazu auf Dauer in der Lage.
Die Anfragen nach einer Therapie übersteigen bei weitem die Kapazität des Vereins. 400 Patienten kommen pro Jahr, die meisten davon über einen Zeitraum von 2 Jahren. Dazu kommt noch die äußerst zeitaufwendige und intensive Ausbildung des therapeutischen Nachwuchses. Ayoka ist 4 Jahre alt und steht noch ganz am Beginn ihrer 3-jährigen Lehrzeit. Da geht es erst einmal um ganz grundlegende Dinge. Dinge, die jedes Pferd beherrschen sollte. Selbstwahrnehmung, Körperbeherrschung, Vertrauen, Aufmerksamkeit. Mit Druck und Zwang geht bei der Ausbildung genauso wenig wie bei der späteren gemeinsamen Arbeit. Wir suchen schon sehr lange, bis wir ein passendes Pferd finden, das einfach dieses hohe Interesse an Menschen hat. Also sie ist sicher für ein Pferd ihrer Altersklasse sehr begabt. Also auch in der Art und Weise, wie sie auf Menschen zugeht und wie intensiv sie das Interesse an Menschen gestaltet. Sie ist eigentlich ein Pferd, das ein sehr großes Interesse hat an Beziehungen und an der Welt und an Tun und an Machen. Und das ist was sehr, sehr Wertvolles. Zweiter Teil der Grundausbildung. Materialkunde. Ayoka lernt schon jetzt alles kennen, was ihr in ihrer späteren Arbeit einmal begegnen wird. Vor allem auf Patienten im Rollstuhl muss sie später gut aufpassen, denn die können nicht ausweichen. Ayoka muss da ihre 4 Beine gut unter Kontrolle haben. Darf nicht erschreckt wegspringen bei lauten, ungewöhnlichen Geräuschen oder unvorhersehbaren Bewegungen. Und dann kommt noch der dritte Teil, Menschenkunde. In der Ausbildung ist eben sehr wichtig, dass sie beginnen zu verstehen, dass der Mensch, der mit ihnen arbeitet, ihre Emotionen verstehen kann. Also das ist zum Beispiel so, dass Anspannung von Pferden sehr unterschiedlich ausgedrückt wird. Das eine Pferd wackelt mit der Unterlippe, das andere macht sehr viele Falten um die Nase oder zieht die Nase enger zusammen. Ein drittes Pferd sieht man nur da hinten, dass der Muskel im Kiefer sperrt, und ich fördere dann konkret, dass es noch deutlicher zeigt, wenn eine Anspannung da ist, dass es noch deutlicher zeigt, wenn Traurigkeit da ist, dass es noch deutlicher zeigt, wenn Lebensenergie und Fröhlichkeit da ist. Und eben lernen tun sie über das Musterbeispiel. Zuerst eine Person, und diese Person lernen sie ja innerhalb von 3 Jahren in fast allen emotionalen Lebenslagen kennen. Weil wenn ich trainiere, manchmal bin ich genervt, manchmal bin ich traurig, manchmal bin ich total froh und kann der Welt einen Baum ausreißen, und manchmal bin ich ganz zornig und ärgerlich, wenn was nicht klappt, kurznervig, habe wenig Toleranz. Und anhand von mir lernt das Pferd, wie Emotionen bei Menschen ausschauen. Sarah war 4, als sie das erste Mal zu den Pferden kam. Damals lebte sie ganz in ihrer eigenen Welt. Kein Wort, keinen Blick richtete sie auf die Außenwelt. Viel zu groß war ihre Angst vor den Menschen und deren Emotionen, die sie nicht verstand. Was ihr Gegenüber denkt oder fühlt, kann Sarah kaum deuten. Sie ist Autistin. Nach vielen Monaten Therapie war Alaska, der Name ihres Pferdes, eines der allerersten Wörter, die ihr über die Lippen kamen. Das Pferd ist für die 10-Jährige eine Brücke zwischen ihrer Welt und dem beängstigenden Außen. Alaska drückt sich nicht so kompliziert und doppeldeutig aus wie Menschen. Aussagen wie "das will ich, das will ich nicht" lernte Sarah bei dem Pferd zu erkennen und schaffte es immer häufiger, das auch bei Menschen abzulesen. Das ist gefährlich. Super! Die Sarah macht die Therapie seit dem 4. Lebensjahr. Sie hat Schwierigkeiten gehabt in der Konzentration, in der Wahrnehmung, in der Selbstständigkeit, das Selbstwertgefühl. Sie hat viel Angst gehabt, ja. Blickkontakt war keiner, fast keiner. Und mit dieser Therapie, was Emotion für uns gemacht hat, eben, das kann man einfach in Worte nicht sagen. Das ist so eine wichtige Therapie für Sarah.
es wird da alles dadurch viel besser für sie. Dass das Leben im Alltag ist für uns, für die Eltern auch wesentlich leichter geworden. Autistische Kinder wurden für eine Studie in Deutschland über Jahre untersucht. Eine Gruppe arbeitete mit Pferden, die andere mit herkömmlichen Therapien. In der Pferdegruppe war eine deutliche Verbesserung der Wahrnehmung und Motorik festzustellen, aber auch der für Autisten so besonders schwierigen Kontaktaufnahme und Kommunikation. Doch die Fallzahl war viel zu klein, um wissenschaftliche Beweiskraft zu haben. Samuel leidet unter einer besonderen Form des Autismus, dem Asperger-Syndrom. Schaffst du es, dass der Filou sich nicht fürchtet und mit dir da so, dass du da oben bleibst und dass er da so außen rum geht und dann auf die Seite kommt? Ohne dass du runterfallst und ohne dass der Filou sich fürchtet. Samuel ist hochintelligent, kann komplizierte rationale Aufgaben lösen. Aber geht es um die Emotionen anderer, ob Mensch oder Tier, dann steht er oft vor einem unlösbaren Problem. Brauchst du Hilfe? Ja. Der Filou weiß nicht wohin und dann fallen ihm lauter dumme Sachen ein. Dann tut er sich wetzen und dann tut er herkommen und weggehen und fressen. Die Aufgabe schaffe ich nicht. Du schaffst sie, komm. Aufrichten, groß machen. Da geht es mir jetzt darum, seine Sinne zu schärfen für Absichten von den anderen, nämlich in dem Fall vom Filou. Also was will der Filou und wie drückt er das aus, bevor er es dann schon umsetzt? Und der Samuel ist meistens so, eben er führt den Filou und der Filou möchte Gras essen. Und der Samuel erkennt das in dem Moment, wo der Filou bereits das Gras isst. Und einfach zu sehen, schau mal, er schaut vorher runter, er legt den Kopf schief, er schaut mit den Augen hin, er wackelt mit den Ohren. Und wenn ich jetzt in der Situation sage, hey Filou, nein, bitte bleib bei uns, dann fällt das dem Filou viel leichter, als wenn er schon das Gras im Mund hat. Und das wäre was sehr, sehr Wertvolles, wenn der Samuel das für sich lernen könnte, weil ihm das auch viele Konflikte und sehr viel Kränkung und sehr viel Kraft sparen könnte, wenn er einfach oft schon ein Stück davor, bevor es eskaliert, Dinge bemerkt. Auch wenn er Gefühle anderer nicht spüren kann, kann Samuel lernen, sie zu erkennen und darauf zu reagieren. Ich sehe sogar den Berg in der Ferne. Noch fehlen Beweise, wie groß der therapeutische Nutzen von Pferden tatsächlich ist. Eine Multicenter-Studie unter Leitung der Universitätsklinik in Aachen soll jetzt Gewissheit bringen, zumindest im Bereich der Physiotherapie. Insgesamt sollen 120 Kinder mit beidseitigen spastischen Lähmungen an der Studie teilnehmen. Die Kriterien für eine Teilnahme sind streng, um höchste wissenschaftliche Standards zu erfüllen. Lars hat heute seine erste Voruntersuchung bei Studienleiter Professor Häusler. Jetzt haben wir da keinen Kontakt mehr gehabt. Es gibt einige standardisierte Tests, die wir verwenden und die wir auch verwenden müssen, damit sie akzeptabel sind für so eine Studie. Aber das meiste, was sich entwickelt oder vieles von dem, was sich während einer Behandlung verbessert oder was sich ändert, das liegt in einer Grauzone, die Sie mit den etablierten Verfahren gar nicht erfassen können. Erfasst wird über einen Zeitraum von einem Jahr, wie sich die motorischen Fähigkeiten von Lars verändern. Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt. Eine reitet, die andere nicht. Nach einem halben Jahr wird gewechselt. Dieses sogenannte Crossover-Design ermöglicht Vergleichsdaten. Lars freut sich, dass er schon bald auf einem Pferd sitzen darf. Er gehört zu Gruppe 1. Kannst du mit einer Hand den Ball hier vorne rausholen? Egal welche Hand. Zusätzlich müssen Eltern und Kinder Fragebögen zur Lebensqualität ausfüllen. Den Aufwand nehmen sie gern auf sich. Denn die Eltern hoffen, dass am Ende vielleicht eine weitere effektive Therapie für ihre Kinder von der Krankenkasse gezahlt wird. An der Studie sind mehrere Krankenhäuser und erfahrene Hypotherapeuten beteiligt. Anders wäre die hohe Fallzahl nicht zu erreichen. Bei Elisabeth Wimmenauer, die wenige Kilometer von Aachen entfernt in Belgien arbeitet, bekommt Lars seinen Therapieplatz. Guck, der Tyson kann grinsen, hast du das gesehen? Sollen wir weiterreiten? Ja. Okay. Die Spastiken hat Lars von Geburt an. Das heißt, Therapien ein Leben lang. Oft anstrengend,
manchmal langweilig. Auf dem Pferd wird ihm gar nicht bewusst, dass auch das Therapie ist. Jemand, der eine Spastik hat, der hat zu wenig Muskelspannung im Rumpf und zu viel Muskelspannung in den Beinen. Setze ich den Menschen auf das Pferd und lasse ihn von dem Pferd bewegen, passiert es, dass die Muskelspannung im Rumpf zunimmt und die Muskelspannung in den Beinen und Armen nachlässt. Das sieht man sehr deutlich, dass die Aufrichtung von dem Patienten auf Dauer besser wird und dass die Arme und Beine locker werden und auch runterfallen. Und zwar liegt das auch mit daran, wenn das Pferd das Bein nach vorne schwingt, habe ich eine Schubkraft, da müssen die Bauchmuskeln sehr arbeiten. Und wenn das Pferd den Fuß aufsetzt, habe ich eine Bremskraft und damit werden die Rückenmuskeln aktiviert. 12. Nein, 12 Hirn habe ich nicht. Alle Muskeln, Gelenke und das Gehirn werden dabei stimuliert. Das Pferd bewegt den Menschen auf seinem Rücken genau so, als ginge dieser selbst zu Fuß. Am Anfang waren meine Beine steil und da waren die immer lockerer. Und jetzt sind die ganz weich. Das hat das Pferd gemacht. Ja, weil die ganze Zeit so auseinander war. Langsam. Lionel, ein weiterer Teilnehmer der Studie. Er braucht ein wenig Zeit, bis er sich mit dem großen haarigen Tier anfreundete, denn Lionel kann es nicht sehen. Kommt der Tyson gleich neben dich? Voilà. Mach das. Okay. Schön lang? Ja. Okay. Ja. Gut so. Ach, ich hab Fell. Das ist weich, ne? Ist so zart. Guck mal, und hier ist die Mähne. Die langen Haare. So, okay. Mittlerweile genießt Lionel die Stunden sehr. Innerhalb kurzer Zeit entspannen sich seine Muskeln. Darüber hinaus ist sein Gleichgewichtssinn viel besser geworden und auch seine Haltung. Also in den 24 Jahren habe ich das halt tagtäglich gesehen, dass die Kinder einfach besser werden. Und das war auch für mich ein Grund, weiterzuarbeiten, denn der Beruf ist sehr anstrengend, man verdient sehr wenig und man muss schon sehr viel Enthusiasmus haben. Aber wenn man sieht, dass Kinder, wo wir dachten, die lernen es laufen nicht, dann vielleicht doch besser zum Laufen kommen, würde ich mir wünschen, dass die Akzeptanz auch in der Medizinerwelt uns gegenüber ein bisschen besser wird und dass die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Und deswegen machen wir diese Studie. Schläft der Luigi? Du, das weiß ich nicht, der ist draußen auf dem Hof. Für Lionel war es die vorerst letzte Hippotherapiestunde. Gar nicht schön findet er es, dass er nun das nächste halbe Jahr nicht mehr reiten darf. So lang dauert es noch, bis alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Ob sich das, was die Hippotherapeutin und die Familie an Verbesserungen bemerkt haben, auch wissenschaftlich beweisen lässt, das wird die Studie zeigen. Bisher haben 50 Kinder mit der Hypotherapie begonnen. Erst wenn alle 120 Kinder die Studie durchlaufen haben, wird der Erfolg der Therapie messbar sein. Aber schon jetzt deutet sich eine Tendenz an. Wenn man die Periode sich ansieht vor und unmittelbar nach der Hypotherapie, dann sieht man immerhin bei 4 dieser 5 Patienten, dass sich die motorische Funktion global gebessert hat. Und wenn man sich Kinder anguckt, die sich motorisch nicht so gut entwickeln, aber fragt sie dann nach der Therapie, was die Eltern denn empfinden oder was die Kinder denn empfinden, dann sieht man, dass sich Besserungen zeigen in Feldern, die gar nicht motorisch erfasst werden können. So zum Beispiel in der Rumpfspannung, in der Möglichkeit, sich hinzusetzen alleine. Oder ein Kind hat gelernt in der Zeit, einfach die Gegend, die Umgebung besser abzutasten, hat sich traut, sich jetzt besser auf die Umgebung zuzugehen. Das sind Sachen, die können Sie nicht vernünftig erfassen. Das können Sie vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit einem Kind, was sich entwickelt. Ein Kleinkind, welches gerade viele Sachen dazulernt, da sehen Sie alle paar Tage noch Kleinigkeiten, Neuigkeiten, die Sie in keinem Testsystem packen können, aber trotzdem sehen die Eltern, es tut sich was. Und ähnlich ist das für uns. Die Herausforderung ist, mit einem eigentlich nicht dafür gemachten Testsystem, was sehr grobe Raster setzt, diese Verbesserung global irgendwie zu erahnen. Was macht Pferde zu so begabten Therapiebegleitern?
Pferde sind äußerst soziale Wesen und immer bemüht, auch Schwächeren in der Herde das Überleben zu ermöglichen. Besonders deutlich ist das zu sehen, wenn es um ihren Nachwuchs geht. Sie bekommen höchstens ein Fohlen pro Jahr und setzen alles daran, es durchzubringen. Pferde sind von ihrer Grundbiologie her eben nicht so, dass sie Junge mit Behinderung sofort ausscheiden, sondern sie setzen alle Bemühungen darin, dass das noch wird. Und aus dieser Eigenschaft von Pferden, auch Schwächere sehr intensiv in ihr Herdenleben zu integrieren, erkläre ich mir auch, dass Pferde so ein hohes Interesse haben, Menschen, die für sie ja deutlich wahrnehmbar ihnen unterlegen sind, trotzdem zu stärken und zu unterstützen, zu motivieren, denen Kraft zu geben. Drei Monate sind vergangen, seit wir Monika das erste Mal in Wien in der Reithalle trafen. Und sie ist sehr stolz, uns zeigen zu können, dass sie endlich wieder auf dem Rücken eines Pferdes sitzen kann. Und auch die Verständigung klappt schon viel besser, wenn auch noch ohne Worte. Jeder Schritt ein neuer Balanceakt, der alle ihre Muskeln, ihre Kraft und Konzentration fordert. Flitzi, die erfahrene Therapiestute, spürt genau, wie sie Monika wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Sehr gut. Monika lebt mit ihrer Familie im Wiener Wald. Zu dem Hof gehören ein Hotel, ein Restaurant und Monikas Pferde. Auch wenn sie nun niemand mehr reitet, die Tiere sind alle noch da. Lebenswichtig für Monika, sagen die Eltern. Sie geben ihr die Kraft und den Mut, weiter zu kämpfen. Für all das, was früher einmal selbstverständlich war. Sprechen, laufen, studieren, Turniere reiten. Ja. Der Idefix. Unsere Sophie hat behauptet, die Tante Moni hat einen Hund. Monika und ihre Therapeutin Roswitha Zink kennen sich bereits aus Schultagen. Beide waren pferdeverrückt und sind doch sehr verschiedene Wege gegangen. Die Pferdeflüsterin und die Turnierreiterin. Also Hörmel, ich würde mich schon fürchten, wenn ich das Hindernis nur sehe. Bist du sehr mutig gewesen? Ja, ich bin nicht so der mutige Mensch, aber... Du bist heute noch so mutig. Ist das dein... Ich spinne, weil ich mich fürcht? Ja, hallihallo. Das darfst nicht sagen. Okay, wir schweigen beide. Für meine Begriffe war sie immer zu mutig. Aber... Du spinnst auch. Jetzt ja, sind wir beide. Aber wie man sieht, es passiert auch etwas, wo kein Mut dabei war. Ja, genau. Kann immer im Leben sein, gell? Ein Sturz beim Aufwärmtraining. Monika konnte mit dem Handy noch Hilfe rufen, bevor durch den Lungenabriss die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abbrach. In der Zeitung las die Mutter von der Therapie mit Pferden. Ihre Familie war erst einmal skeptisch. Der Sohn hat gesagt, naja, jetzt haben wir so viele Pferde zu Hause und jetzt fahren wir dann noch weg. Und wie er das erste Mal zurückgekommen ist, hat er gesagt, du Mutti, da müssen wir mit Moni hinfahren. Das ganze Umfeld, das ist, sie hat geleuchtet aus allen ihren Knopflöchern. Also ich bin überzeugt davon, dass es für sie ganz, ganz wichtig ist, dass sie da so eine, aus ihrem alten Leben eine Situation hat, wo sie jetzt dort die Halle hat, das Pferd hat, wo sie das Gefühl hat, sie ist wirklich jetzt voll wieder drinnen. Was Bettina heute kann, grenzt an ein kleines Wunder. Sie wurde vor 3,5 Jahren von einem Auto angefahren, hatte schwerste innere Verletzungen, lag viele Wochen im Wachkoma. Die Ärzte machten wenig Hoffnung. Als sie langsam wieder zurück ins Leben fand, musste sie alles neu lernen. Atmen, schlucken, sitzen. Doch die Umwelt sieht nicht, was die 19-Jährige schon alles erreicht hat. Sie schaut voller Mitleid auf das Mädchen im Rollstuhl. Und da sie sich nicht perfekt ausdrücken kann, traut man ihr immer wieder viel zu wenig zu.
Therapiestute Flitzi hat von Anfang an kein Problem, sie zu verstehen. Bevor ich dich verstehen habe können. Am Anfang habe ich eigentlich über die Flitzi dich mehr verstanden, weil die Flitzi deine Körpersprache immer schon so genau gelesen hat. Und zurückmeldet, was du gerade sagst, was du für Intentionen hast, ob du gerade eher auf Rückzug bist oder ob du gerade auf Vormarsch bist, ob du gerade was neu machen willst oder ob gerade eher ein bisschen verharren oder warten dran ist. Die Körpersprache, sie ist unglaublich. Man, sie merkt sofort, wenn ich es einladen will, gehe ich viel weiter zurück. Wenn ich es wegschiebe. Da ist sie schon. Flitzi interessiert nicht, was gestern war, was Bettina früher konnte und morgen vielleicht wieder kann. Sie reagiert immer nur auf das Hier und Jetzt, ganz unmittelbar und direkt. Und nimmt Bettina ein Stück weit mit in ihre Welt, wo nichts weiter zählt als genau dieser Moment und was in diesem Moment gerade miteinander möglich ist. Ich wollte dich fragen, es ist ja eben oft so, dass du eben sehr grantig auch auf deinen Körper bist und auf die gelähmte Seite und dass das nicht vorangeht, obwohl eigentlich von außen man sagt, wahnsinnig viel geht voran. Ja, von außen. Aber es geht dir manchmal zu langsam. Viel. Aber was glaubst du, hast du, also die heutige Stunde jetzt für dich, wo du gesehen hast, du kannst mit dem, was dir bleibt, so viel sagen, einem fast 600 Kilo schweren Gegenüber? Eigentlich kann ich mit dem, was ich kann, urviel. Es ist urschön zu wissen, ich kann 600 Kilo ansteuern. Oder? Ja, eben. Wozu brauchst du dann einen? Wir hatten gestern eine Therapiestunde mit einem halbseitig gelähmten Mädchen. Es war total spannend, diese Frustrationssache. Die hat große Probleme mit Frustrationstoleranz, weil halt natürlich halbseitig gelähmt sein als Jugendliche ist einfach sehr, sehr schwierig. Da sieht man schön den Übergang. Arbeitstreffen mit Professor Thomas Stephenson in der Sigmund-Freud-Universität Wien. Roswitha Zink und ihre Kollegin Dorothea Gansterer zeigen Beispiele aus ihrer Arbeit. Gemeinsam analysieren sie, was in den Therapiestunden passiert. Und der Dozent für psychoanalytische Pädagogik, der sich nie für Pferde interessierte, muss zugeben, dass die mit ihrer Art der Kommunikation in manchen Situationen den Patienten sogar schneller und direkter erreichen können. Die Pferde bleiben genau in diesem Status, den das Kleinkind hat. Ja, dieses ganz offene, ganz direkte in der Kommunikation, ganz konzentrierte. Und dadurch ist der Motivationsfaktor aber auch recht hoch offensichtlich. Genau. Und dann nehmen die anderen Kinder auch die Pferde offensichtlich so gut an, weil sie da genau spüren, dass es denen nur um diese Rückmeldung geht und nur um dieses Miteinander schauen, was da geht. Pferde sprechen uns auf einer Ebene an, die an unsere frühesten Beziehungserfahrungen rührt. Als Säugling drücken wir uns über Bewegung, körperlichen Ausdruck, Mimik und Gestik aus. Die Mutter reagiert und antwortet darauf. Ein Aktions-Reaktionsspiel beginnt zwischen den beiden. Und das Baby lernt dabei, seine eigenen Emotionen wahrzunehmen, zu deuten und zu regulieren. Diese frühe Form, uns auszudrücken, benutzen wir ein Leben lang, unbewusst. Mit unserem Körper drücken wir Emotionen oft viel präziser aus als durch viele Worte. Pferde erkennen das sehr genau und antworten darauf. Wahrscheinlich sagt sie auch irgendwie Bumm. Und das ist auch diese wunderbare Parallele auch zwischen Pferd und Klientin und zwischen Mutter und Säugling. Die Mutter und der Säugling reagieren aufeinander unmittelbar und nur mit dem Ziel, eine klare und direkte Kommunikation zu schaffen und sich damit gegenseitig wirklich, wirklich vertraut zu machen, wirklich bekannt zu geben, was sie fühlen, und zwar in Reaktion aufeinander. Unverstellt, ohne irgendwelche anderen Strategien, einfach ganz direkt. Ja.
Und das ist sozusagen das, was das Pferd wirklich bieten kann. Er spricht in uns ja gerade auch dieses Emotionale, das wir früher erlebt haben, so ganz intensiv mit unseren Müttern oder mit unseren Eltern in der Arbeit mit den Pferden auch wieder so stark an. Also da tut sich was. Zwei, die sich verstehen. So eine feine, freie Zusammenarbeit hat nichts mit Dressur zu tun. Beide reagieren miteinander und aufeinander. Unterhalten sich in einer Sprache, die sie beide verstehen. Generell ist es einfach eher für Pferde ihr ureigenstes Wesen, dass sie versuchen, in Interaktion zu sein und dass sie die Welt erforschen wollen und dass sie unterwegs sein wollen. Und deswegen ist eigentlich also Therapiepferd sein auch für viele Pferde ein sehr, sehr schöner Beruf, wenn sie das Talent für die Interaktion und die Beziehung mitbringen, weil eben immer was los ist, immer was Neues und wenig an einem Platz fix stillsteht. In Lothringen, auf halbem Weg zwischen Metz und Nancy, liegt der Hof des Vereins Equität. Hier entsteht ein besonderer Ort für Pferde und Menschen. Ein Forschungszentrum, wo Ärzte, Physiotherapeuten, Psychologen und Pferdespezialisten eng zusammenarbeiten. Neben der Arbeit mit Behinderten und kranken Menschen, der Ausbildung von Therapeuten, sollen hier die Möglichkeiten der Therapie weiter erforscht und bekannt gemacht werden. Cheval est générateur de joie. Rien que ça, c'est bien. Je me suis rendu compte que le cheval me renvoyait tout un. Mir ist klar geworden, dass mir das Pferd viele Informationen gab, die wir nicht erhalten konnten, wenn wir die kranken Menschen nur im Untersuchungsraum oder in der Physiotherapie sahen. Das Pferd wurde zur Quelle von Informationen, die wir sonst nicht bekommen hätten. Darüber hinaus gibt es einen weiteren wichtigen Punkt. Die kranken Menschen, die schwer traumatisiert sind, haben oft eine stark veränderte Körperhaltung und eine andere Selbstwahrnehmung als zuvor. Der Wert des Pferdes liegt nun darin, dem Menschen zu helfen, sich selbst so zu akzeptieren, wie er ist. Zum einen, weil sich der Kranke durch das Pferd anerkannt fühlt, aber auch, weil das Pferd dem Patienten zu einem höheren Stellenwert in den Augen seiner Familie und seinem sozialen Umfeld verhilft. Erfahrungen, die schwer zu beweisen sind. Auch in Frankreich gibt es kaum Studien, die wissenschaftliche Standards erfüllen. Dafür fehlt Geld. Und Universitäten sind schwer dafür zu begeistern. Medikamente testen verspricht mehr wissenschaftliches Ansehen. Dabei hat das Reiten in der Physiotherapie viele Vorteile. 90 bis 110 dreidimensionale Schwingungsimpulse überträgt das Pferd pro Minute auf den Menschen, was weitgehend dem natürlichen Gangbild entspricht. Die diagonal verlaufenden Bewegungen stimulieren und stärken nicht nur die Muskeln, sondern senden auch Signale an das Nervensystem. Bei der Rehabilitation mit dem Pferd behandeln wir Haltungsschäden, die gesamte motorische Koordination und sogar das räumliche Denken. Denn die Reithalle ist eine architektonische Struktur, die der Person feste räumliche Orientierungspunkte gibt. So lassen sich in der Reithalle die Motorik wie auch das räumliche Denken trainieren. Deshalb verstehe ich nicht, wie man behaupten kann, dass die Therapie mit Pferden nicht effektiv sei. Denn dann müsste man auch sagen, dass die Ergotherapie und die Physiotherapie nicht effektiv sind. Wer hier eine Ausbildung zum Pferdetherapeuten beginnt, sitzt mehrere Wochen auf der Schulbank und absolviert verschiedene Praktika. Isabelle Claude ist nicht nur Chefin des Vereins, sondern auch Vorsitzende einer der größten Vereinigungen von Pferdetherapeuten in Frankreich, Andy Cheval. Ihr sind die unterschiedlichen Qualitätsstandards und Defizite gut bekannt. Der Beruf ist nicht geschützt.
Und so gibt es eine Vielzahl an Diplomen, Abschlüssen, Prüfungen, die nichts über die Dauer, Intensität und Qualität der Ausbildung aussagen. Isabelle Claude hat einen Lehrplan entwickelt, der vom artgerechten und sicheren Umgang mit dem Pferd über die Physiologie des Menschen bis hin zu medizinischen Grundlagen reicht. Heute trifft sie sich mit Politikern. Mit Jean-Yves Le Deau ist sogar ein Abgeordneter der französischen Nationalversammlung dabei. Isabelle hat eine neue Idee und braucht dafür dringend Unterstützung. Und das nicht nur von der lokalen Politik. Wir möchten eine europäische Modellschule errichten. Das heißt, wir nehmen Leute gleich nach dem Abitur auf, die hier diese Ausbildung machen und danach diesen Beruf ausüben dürfen. Das bedeutet, statt erst eine Ausbildung zum Erzieher, Physiotherapeuten oder Psychologen machen zu müssen und sich danach mit den Pferden weiterzubilden, kann man hier den Beruf des Pferdetherapeuten direkt lernen. Die Idee ist, dass wir eine europäische Schule sind und hoffen in den nächsten 3 Jahren auf die Unterstützung durch die EU. Dieses Projekt, in dem man wirklich alle Fachleute, die man braucht, in dieser Schule zusammenführt, das ist wirklich eine europäische Angelegenheit. Also, wie viel Geld braucht ihr? Aktuell bräuchten wir etwas mehr als 1 Million Euro für die Renovierung der Gebäude, für die Infrastruktur, die Überdachung des Reitplatzes, um eine behütende Atmosphäre für die kranken Menschen zu schaffen. Eine Million? Das sollte zu machen sein, versprechen die Politiker. Zurück in Wien beim Verein Emotion. Luise sprach nicht mehr, weder in der Schule noch mit Freunden, schon gar nicht mit Therapeuten. Mutismus heißt diese Störung in der Fachsprache. Sie war vollständig in ihrer eigenen Welt gefangen. Ein Interview? Undenkbar. Ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, die war sehr schwierig und ich habe begonnen zu spüren, dass ich anders bin als die meisten Gleichaltrigen und dass ich einfach nicht so respektiert werde, wie ich bin. Und ja, dann habe ich halt mich abgekapselt und bin immer stiller geworden. Und immer mehr für mich und habe irgendwie den Zugang zu den anderen Menschen verloren. Und auch zu Hause wurde es immer schwieriger. Und dann irgendwie hat mir auch das Essen nicht mehr geschmeckt. Und ich habe dann sehr wenig gegessen und war sehr leicht und war dann auch eine Zeit lang nicht zu Hause, sondern auf der Klinik. Nichts ließ Luise mehr hinein, nichts ließ sie hinaus. Sie war kurz vorm Verhungern und musste mit der Sonde ernährt werden. Wie ein Schatten in der Welt, wie ein Gespenst hätte sie sich gefühlt, unfähig, sich anderen verständlich zu machen. Doch irgendwann beschloss Luise, einen Weg aus ihrer Isolation zu suchen. Die Pferde waren ihr dabei eine große Hilfe. Sie erwarteten nichts, verlangten nichts, vor allem keine Worte. Ich möchte da gerne ein bisschen erweitern. Ich bin da, du stehst da und sie ist eigentlich ein bisschen ein Spielball auch dazwischen. Sehr was Klassisches für Familie. Und versuche im Spiel ein bisschen einzubauen, das Thema Raum nehmen und Raum geben. Und du bist im Geben viel besser wie im Nehmen. Flitzi lieferte der Therapeutin in der ersten Zeit wertvolle Informationen darüber, wie sich das verschlossene Mädchen fühlt, wie es ihr geht. Und schnell war zu erkennen, dass Luise, die nicht sprach, sehr wohl kommunizieren wollte und konnte. Das Sprechen oder Kommunizieren mit den Pferden, das ist so wie Musik. In der Zeit, wo es schwierig war, da habe ich
als erstes wieder die Geige gefunden, weil auf der habe ich mich einfach ausdrücken können. Ich habe einfach spielen können, egal ob es mir jetzt gut oder schlecht gegangen ist. In der Musik, da finde ich, spüre ich nur mich selber. Da kann ich mich so ausdrücken, wie ich möchte. Und wenn ich mit den Pferden bin, dann ist es wieder ein Stück näher bei der Sprache oder Kommunikation, weil die Pferde geben mir dann eine Rückmeldung. Rückmeldung, das heißt, Pferde können sehr genau ausdrücken, was sie bei ihrem menschlichen Gegenüber wahrnehmen. Der Mensch muss nur lernen, das zu lesen. Dreh dich mal ein Stückchen her. Sehr gut. Siehst du ihre Nasenlöcher? Ja. Hat sie viele Falten oder ist sie ganz glatt? Nein, sie macht sie ganz weit. Ganz groß. Mhm. Da ist sie auch selber ganz offen. Also gerade die Atmung ist auch ein ganz wichtiges Rückmeldungssignal für dich, ob sie bei dir ist und ob sie es blöd findet oder ob sie sehr weich und gut in der Beziehung ist oder ob sie irgendwas zwiespältig macht. Total schön. So schnell du kannst. Pferde können sich und das, was sie beim anderen wahrnehmen, sehr vielfältig ausdrücken. Über Ohren, Hals, Schweif, Beine, Gesichtsausdruck, Körperhaltung. Aber auch in kaum wahrnehmbaren Muskelkontraktionen und der Atmung. Es braucht viel Kenntnis und Erfahrung, um ihre Mitteilungen verstehen zu können. Luise fand es von der ersten Stunde an sehr spannend, dass es möglich ist, auf so eine subtile Art zu kommunizieren. Es war so, dass sich Luise eigentlich gegen alle Therapien sehr gewehrt hat und auch alle anderen Therapien abgebrochen hat, nicht hingegangen ist, wieder nur geschwiegen hat, die Zeit halt nicht für sich nutzen konnte in verschiedenen Angeboten von Gesprächstherapien. Es ist so, dass wir am Anfang versuchen, sehr viel Raum aufzumachen. Und dieser Raum wird sehr stark von den Pferden gefüllt. Also wir versuchen als Therapeuten eigentlich sehr im Hintergrund zu sein und trotzdem präsent zu sein. Also man ist sehr konzentriert, sehr da beim Klienten und beim Pferd. Aber man bemüht sich möglichst, dem Pferd auch den Raum zu geben, zu entscheiden, was der nächste Schritt ist. Die Pferde sind gerade in diesen Akutphasen und in diesen Extremsituationen, haben die wirklich ein ganz, ganz feines Gespür für das Richtige und für die richtige Situation. Folge, dass nur eben Rhythmus eingesetzt wird. Kann man solche Erfolge messbar machen? Die Therapeutinnen von Emotion haben die Videosequenzen ausgewertet. In den Grafiken konnten sie erstmals darstellen, wie Kommunikation und Interaktion zwischen Mensch und Pferd funktioniert. Der Fachmann für Entwicklungsforschung, Professor Thomas Steffenson, ist erstaunt, dass hierbei all die großen Themen der Säuglingsforschung auftauchen. Intersubjektivität, Mentalisierung, Bindung und vor allem die Affektregulierung. Damit beginnt die Entwicklung des Säuglings. Und genau da setzen Pferde an. Die Pferdlinie sozusagen versucht sich hier irgendwie anzupassen, aber hat natürlich auch diese Art von Interaktion, wo es wirklich um eine ganz direkte Kommunikation, und was wirklich Intersubjektives geht, dort gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die eigentlich sogar das Pferd besser als der menschliche Therapeut kann. Ja, also wo das Pferd sich eben nicht hineinziehen lässt in eine bestimmte Art von, um es jetzt einmal ganz flapsig zu sagen, neurotischer Kommunikation, die unter Umständen dem Kind wieder die alten Muster sozusagen einprägt. Ja. Und das, was das Pferd macht, ist, es reagiert ganz unmittelbar auf das, was das Kind an Spannungen oder an sozusagen Kommunikationsschwächen unter Anführungszeichen jetzt produziert. Und dadurch wird es fürs Kind auch ein Stück spürbar, wie es wirkt sozusagen. Und auch die Veränderung dann, wenn es dann möglich wird auf einmal, dass das Kind sehr wohl sozusagen bewirken kann, dass das Pferd sich distanziert oder wieder herkommt, dann lernt das Kind einfach ein Stück Selbstwirksamkeit sozusagen. Monika lernten wir vor einem Dreivierteljahr kennen. Die Fortschritte, die sie in dieser Zeit machte, sind auch für den Laien deutlich erkennbar. Bussi. Bussi, ein Bussi. Krümel, du kriegst ein Bussi. Und du, was machst du?
Wie viel sie den Pferden dabei verdankt, kann man schwer in Zahlen, Daten, Fakten erfassen. Und Monika ist es völlig egal, wie ihr Therapiepferd Flitzi, die sich gerade auf die nächste Stunde vorbereitet, hilft. Sie weiß und spürt einfach, dass es so ist. Seit wir mit der Flitzi üben, vom ersten Mal bis heute, hast du viel gelernt in der Zeit? Ja. Und hast du mehr gelernt vom Kopf, von der Sprache oder vom Herz? Vom Herz? Super. Und du bist auch sehr viel stärker geworden von den Muskeln, von der Kraft. Ja, besonders in den Händen, gell? Und was ist am schwersten? Die Hände zu verwenden oder das aufrechte Sitzen, den Bauch anspannen? Was ist schwerer? Der Sitz. Ja, urdeutlich Sitz gesagt übrigens. Die Sprache ist super viel besser geworden. Vor allem flitzig. Ja, gut. Von M nach B nach F. Kommunikation. Das sind nicht nur Wörter. Pferde wie Flitzi führen uns zurück zu den grundlegenden Ausdrucksformen und Bedürfnissen des Lebens. Dorthin, wo unsere Entwicklung ihren Anfang nahm und auch wieder neu beginnen kann.